Yo Leute, was geht? Ich bin's, euer Enrico Italia und in diesem Video tun wir mal den Willard Faction Donks, also den Willard Faction zum Willard Faction Donks um. Und das Ganze ist natürlich auch ein bisschen teuer, falls ihr jetzt da nicht genug Geld habt für das neue DLC. Es ist jetzt endlich ein Lowrider Part 2, also Part 2 herausgekommen heute um 12 Uhr, vor ein paar Minuten. Und ich finde das Update extrem nice und gebt euch mal diese riesigen Räder, wie hoch das Fahrzeug fast ist. Es sieht wirklich extrem geil aus und sowas gab es wirklich noch nie in GTA Online. Also setzt euch an die Konsole, spielt das Update, ladet es euch runter. Es ist wirklich extrem nice. Ich weiß, es kostet sehr viel Geld, diese Fahrzeuge aufzutunen. Deswegen, wie schon gesagt, falls ihr da Probleme habt, könnt ihr mal gerne in die Videobeschreibung reinschauen. Da findet ihr einen Link zu meinem Modder Thiago Duarte. Der macht sehr gute Unlock-Alls und der zieht euch auch nicht, also 100% safe und so weiter und so fort. Und im Hintergrund seht ihr auch schon das Gameplay bzw. das Tuning von den Willard Faction Donks, wie man den richtig geil auftunen kann. Es gibt ja dann auch verschiedene Designs auf diesem Fahrzeug, also nicht wieder so Lowrider-Designs, sondern so richtige geile Designs, die richtig gut passen. Und what the fuck, jetzt schneit's draußen. Alles klar, egal, anderes Thema. Was ich noch sagen wollte ist, diese Reifen sind so groß, sie sind fast so groß wie ein Charakter in GTA Online. Das ist echt übertrieben krass, wie groß die sind und wie Rockstar das detailliert hat. Und ihr seht jetzt auch im Hintergrund die ganzen Designs. Ihr habt hier verschiedene Designs zur Auswahl, hier Sprung oder Zebra oder P's and Q's. Finde ich richtig geil, dass sowas endlich in GTA Online drin ist. Wie gesagt, setzt euch an die Konsole, spielt dieses Update, es ist wirklich verdammt nice. Und natürlich werden noch dann im Laufe des Tages noch weitere Videos von diesem Lowrider Part 2 kommen. Denn es ist ja nicht das einzige Fahrzeug, das wir heute erhalten haben. Wir haben, glaube ich, heute insgesamt 3 neue Autos erhalten. Das ist einmal der neue Slam Van, dann der Faction Dunks, den ich ja heute bzw. jetzt euch vorstelle im Hintergrund. Und dann noch den Virgil Custom. Die anderen beiden Fahrzeuge, beziehungsweise ich glaube das andere Fahrzeug, der Virgil, ist glaube ich ein neuer Lowrider und der Faction Dunks ist halt so ein richtig geiles Auto, das so hochgestellt ist, also fast wie so ein, ja, das ganze Auto sieht wirklich dann so aus wie ein geiler Monster Truck. Also ich finde das wirklich sehr, sehr ähnlich zu einem Monster Truck, aber es sind wirklich richtig geile Autos, die in diesem Update herausgekommen sind. Und falls euch das Video gefallen hat, dann könnt ihr immer gerne Feedback dalassen. Ich bin offen für Kritik oder sonstiges. Und ja, was soll ich noch sagen? Kauft euch dieses Fahrzeug, es ist echt extrem nice und ich denke, nicht jeder hat dieses Fahrzeug, denn es kostet auf jeden Fall schon eine Menge Stange Geld. Und ihr seht auch noch im Hintergrund, welche neue Reifenfelgen wir dazu bekommen haben von Benny. Und diese Reifen sind auf jeden Fall extrem groß und sehr, sehr viel und großfältig verziert mit einem sehr schönen Design. Ich finde es super schön und ich bin wirklich gerade irgendwie geflasht von diesem Update, weil ich habe noch nie so ein Auto in GTA Online gesehen. Das ist fast wie so ein gemoddetes Auto irgendwie. Da kommt man irgendwie gar nicht drauf klar, auf so ein Willard Faction Donks. Also hätte ich nicht mitgedacht, dass Rockstar das wirklich jetzt in GTA Online reinbringt. Denn das Ganze war ja eigentlich nur geleakt sozusagen von anderen Moddern. Leakern besser gesagt. Und jetzt hat also das Ganze hat gestimmt. Und es ist jetzt echt in GTA Online drin. Ich finde es echt extrem geil. Und ihr seht auch, ich wollte dann mit der Hydraulik vom Auto ein bisschen rumspielen. Wollte auch sozusagen ein bisschen hin und her bouncen, wie bei den Lowridern. Das kennt man ja, da kann man so schön hin und her bouncen und so. Das Ganze funktioniert aber nicht wirklich mit dem Willard Faction Donks. Ich hoffe, dass es mit den anderen Fahrzeugen auf jeden Fall noch geht. Und ich bin geflasht. Kauft dieses Fahrzeug. Ich bin an der Stelle raus. Haut rein, bis zum nächsten Video und gibt euch noch diese geilen Felgen. Extrem nice, extrem nice. Natürlich kein Rennfahrzeug, sondern meine richtig schöne Tuning-Option. An der Stelle jetzt wirklich ciao. Haut rein, bis zum nächsten Video. Bis gleich. Gleich kommen noch Videos. Ciao. Peace.